Hallo, einen wunderschönen Freitag wünsche ich euch. Heute habe ich ein ganz kurzes, schnelles Get Ready With Me für euch. Zu diesem Look, ihr hattet mich das gefragt, ich glaube, ich hatte ihn in den Random Favorites getragen und da hatte ich mich gefragt, ob ich nicht ein Video dazu machen möchte. Deswegen gibt es jetzt ein Get Ready With Me dazu. Ich sage es nur vorab, ich hatte schon Foundation drauf, ich hatte schon Bronzer drauf und ich hatte meine Augenbrauen schon gemacht, weil das einfach Schritte sind, die ich jedes Mal gleich mache und ich finde es irgendwie sinnlos, euch das dann irgendwie jedes Mal zu zeigen. Deswegen, ja, hatte ich das schon drauf, aber ja, von da an ging es dann sozusagen weiter. Ich hoffe, dass euch das Video gefällt und dass euch das Augen-Make-up gefällt. Ich finde, dass es schon auf jeden Fall dunkel ist. Auch dunkler, als ich es jetzt normalerweise trage, das wisst ihr auch. Aber ich mag das auch mal ganz gerne, so ab und zu so ein bisschen aus seiner typischen Routine rauszubrechen und mal was anderes zu tragen. Also ich trage das dann auch so im Alltag, jetzt zum Beispiel gleich, ich werde gleich einkaufen gehen und ich renne trotzdem so rum. Müsst ihr natürlich wissen, ne, ob euch das gefällt, ob ihr das gerne macht, ob ihr gerne so rumlauft oder dann doch lieber wieder den natürlicheren Weg geht. Ja, mir gefällt es auf jeden Fall sehr gut. Es ist von der Art her so ein bisschen wie die Olsen Twins das immer tragen. Das habe ich gar nicht bewusst irgendwie gemacht, aber in dem Video habe ich ganz, ganz viele Kommentare zu euch bekommen, dass ich ja, euch daran erinnern würde an die zwei. Mir gefällt es total gut, weil es eigentlich total schnell geht. Man muss sich nicht an eine bestimmte Form halten und kann einfach irgendwie alles so schön ineinander blenden und es ist schön smoky und ja, ich persönlich mag das sehr, sehr gerne. Deswegen hoffe ich, dass euch das Video gefällt. Habt ein wunderschönes Wochenende und wir sehen uns Montag wieder. Bis dann! So, ich starte mit dem MAC Painterly Paint Pot als Eyeshadow Base auf beiden Augen, einfach damit der Lidschatten auch wirklich den ganzen Tag hält. Wimperntusche mache ich vorher auch schon immer drauf, einfach weil ich sonst zu sehr schmiere und mir dann das ganze Lid versaue. Anschließend geht es mit Satin Top von MAC weiter, den trage ich einfach mit einem fluffigen Pinsel auf das komplette Augenlid auf. Kann auch ruhig schon ein bisschen in die Lidfalte gehen. Anschließend verblende ich schön die Kanten, damit es ein schöner, softer, smokiger Look wird. Und als nächste Farbe nehme ich dann Ho, ebenfalls von MAC. Das ist ein braun-burgund-lila Ton. Ich kann ihn kaum beschreiben. Jedenfalls bringt er grüne und blaue Augen sehr, sehr schön zum Strahlen. Und deswegen eignet er sich wunderbar für die Lidfalte, um das Ganze noch ein bisschen ja, zu intensivieren. Und auch das wird natürlich wieder schön verblendet, damit es schöne, weiche Kanten gibt und ja, der Look umso softer wird. Dann gebe ich ein Highlight unter den braunen Bogen. Ich mache das immer nur ganz, ganz schmal. Das ist jetzt der hellste Ton aus der Naked Basics Palette und das mache ich mit einem wirklich ganz, ganz spitzen, schmalen Pinsel, weil ich das nicht so mag, wenn man da so einen Balken hat. Dann gebe ich mit einem wunderschönen gebackenen Alverde-Lidschatten nochmal ein Highlight auf die Mitte des beweglichen Lides. Da wird das Licht einfach nochmal schön aufgefangen und reflektiert dann ganz toll. Und jetzt gebe ich den Rimmel Wake Me Up Concealer nochmal unter die Augen. Einfach nochmal, um ein zusätzliches Highlight zu schaffen. Das macht nochmal wacher und ja, bringt das Augen-Make-up auch nochmal so ein bisschen mehr in Form, falls man irgendwie am äußeren Augenwinkel doch mal zu tief geraten ist. Und jetzt benutze ich Benefit Dandelion, ein sehr schöner hellrosaner Ton, der wirklich mit wenig Farbe total viel Frische zaubert. Dann benutze ich meinen absoluten momentanen Lieblingshighlighter und zwar ist das der Alverde Rose Tinted Highlighter und tupfe den auf die Wangenknochen und auch bis zu den Brauen hoch und verblende ihn anschließend. Der ist einfach wunderschön und reflektiert das Licht ganz, ganz toll. Dann pudere ich mit meinem Rimmel Stay Matte Powder in der T-Zone. Ich pudere eigentlich immer nur in der T-Zone, einfach damit das Make-up dort den ganzen Tag schön matt bleibt. Dann nehme ich den L'Oreal Rouge Caress Lippenstift in der Farbe Innocent Pink. Und zum Schluss kommt mein geliebter NYX Buttergloss in der Farbe Eclair darüber. Und das war's! So, das war's mit dem Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Falls ihr Lust habt, könnt ihr gerne bei meinem letzten Aufgebraucht-Video vorbeischauen. Ansonsten wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende und wir sehen uns am Montag wieder. Bis dann, tschüss!